Tristach ist es noch still. Die Menschen warten. Sie warten auf Andi Holzer und seine beiden Begleiter Wolfgang Klocker und Clemens Bichler. Gegen 22 Uhr ist es dann soweit. Die drei Everest-Bezwinger sind wieder zu Hause. Also, ich darf jetzt diese Urkunde übergeben. Dank und Gratulation. Wir alle können kaum ermessen, welche Leistung ihr vollbracht habt. Und wir gratulieren sehr, sehr herzlich. Ich möchte dir mal sarkisch bedanken, dass da so ein Aufwand betrieben wird. Für uns drei Stinker heute. Heute stinken wir nämlich. Wir sind nämlich immer noch mit Leibele vom Basecamp am Weg. Die Hose hat Löcher. Also es ist wirklich für mich sehr, sehr ergreifend. Und mir wird das erst einmal bewusst, wie viele Menschen da dahinter gestanden sind. Über 8000 Meter über der Todeszone. Du musst schneller wieder tot sein. Weil in der Todeszone oder da oben hat der Körper nicht so lange Zeit zu überleben, auch mit Sauerstoff nicht. Und du musst einfach schnell genug sein. Und mit der Beleuchtung, da würde ich jetzt einmal so sagen, das haben der Wolf und ich eigentlich relativ gut gemacht. Ohne uns miteinander abzusprechen, haben wir so kommuniziert, wenn es in einen schlechter gegangen ist, hat der andere übernommen. Und das ist einfach so in einem Fluss übergegangen. Nicht? Das Ziel, was wir uns gesetzt haben, mit einem Blinden zu zweit aufzugehen, weil wie wir wissen, der erste Blinde, was von der Südseite oben war, der hat Logistik 13, 14, 15 Leute dabei gehabt. Und der Wolf und ich haben uns noch einmal abwechseln können, einmal er, einmal ich. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung gewesen auf dem Berg, im Dreierteam so zusammenzuspielen, dass wir den Gipfel und wieder gesund runterkommen. Unsere Strategie war, am 20. Mai, es war der Samstag, in der Früh um 7 Uhr zu starten im Lager 2, das ist auf 7600 Meter, 7600 hinauf aufs Lager 3, das liegt auf 8300, höher wie die meisten 8000er überhaupt sein, ja, man muss sich das einmal überlegen. Und da hat es noch geheißen, da legen wir uns noch ins Zelt einen Nachmittag und rasten bis auf eine 7., 8. am Abend. Schlafen kann man dann nicht mehr, das ist leider so ein Hinterlernen. Und wir starten dann um 21 Uhr, 22 Uhr Richtung Gipfel. 21 Uhr, Wolfgang, Clemens und ich im Zelt. Picobello fertig mit Expeditionsschuhen, mit Daunenanzug, mit Schuhheizung, mit Handschuhheizung, mit Rucksäcken, fix und fertig. Und haben wir nichts gehört, dann ist auf einmal 22 Uhr geworden, dann ist nochmal eine Stunde vergangen, dann war es 23 Uhr, dann war schon so eine Stimmung, ja, das wird heute nichts mehr, weil es ist bald die halbe Nacht vorbei. Und um 23.30 Uhr war eine Aufbruchstimmung und dann sind wir gestartet und dann haben wir gesagt, ja, jetzt brauchen wir noch, wo ist das Wasser? Wir müssen ja die Flaschen auffüllen. Ja, dann haben wir halt alle miteinander nichts gehabt, ja. Wir haben sind eigentlich mit Schwierigkeiten losgestartet. Das war logistisch eigentlich so das Problem mit der Flüssigkeit. Und da haben wir noch, beziehungsweise der Andi, haben wir noch Zweifel gehabt, ob man es überhaupt durchziehen soll bis ganz offen. Aber wir haben echt nach Diskussion einmal eine kurze entschieden, wir probieren es echt weiter. Und je weiter wir gekommen sind, wir haben uns mal kleine Ziele uns gesetzt, von Step zu Step, sagen wir mal. Und nachher eigentlich, wie wir mal einen zweiten Step drüber waren, haben wir gesagt, okay, das könnte sich ausgehen oder es wird sich ausgehen. Ich muss sagen, der Everest ist jetzt für mich nie ein Traumberg gewesen, der Traumberg schlechthin. Ich habe das gelesen mit den ganzen Massenansturm und das Ganze, das hat mich nie interessiert. Aber für den Andi ist es einfach jetzt auch nicht der Traumberg gewesen, aber das war irgendwie ein Ziel von ihm. Und ich habe mir eigentlich versprochen, beziehungsweise haben wir uns zusammengeredet,
er geht nur auf den Berg, wenn ich ihn begleitet, und das war einfach jetzt für mich mein Ziel, in Andi sein Traum oder wie auch immer sagen, sein Ziel zu verwirklichen und ihn wieder heil zu bringen. Oben kurz vorm Second Step, auf 8600 waren wir nachher schon, sind wir dann um 4 Uhr morgens mit der leeren Thermosflasche unterm Second Step, das ist diese berühmte Felsstufe, auf 8600 Meter gestanden. Und ich war logistisch und auch körperlich eigentlich am Ende, weil ich gesagt habe, jetzt habe ich nichts mehr zum Trinken. Und jetzt haben wir noch 4 Stunden zum Gipfel. Und retour, und da liegen eh schon Menschen, die es vor 20 Jahren probiert haben und nicht mehr weitergekommen sind. Die Menschen werden ja nicht abtransportiert, weil es nicht möglich ist. Also wir haben das alles mitgekriegt. Es war schon eine große Warnung, und ich habe mir überlegt, jetzt, wenn ich einer von denen sein will, dann brauche ich gleich gerade weitergehen. Irgendwann um 4:30 in der Früh habe ich die erste Sprosse des Second Steps in der Hand. Da lehnt nämlich eine alte chinesische Leiter aus den 60er Jahren von der Erstbegehung. Und da ist bei mir noch die Sonne aufgegangen im Kopf. In diesem alpin-historischen Step-Felsstufe bin ich da gestanden und habe mir gedacht, ja, jetzt interessiert es mich einfach, wie das ausschaut da oben. Und ich kann ja nicht aufschauen als blinder Mensch, diese 25 Meter hohe Wand. Ich muss aufsteigen, wenn ich will wissen, wie es da oben ausschaut. Und so hat mich das einfach so motiviert auf einmal. Und dann bin ich da aufgestiegen und habe dann, ich spüre einfach die Sonnenstrahlung, obwohl ich sie nicht sehe, vom Sonnenaufgang von der linken Seite ist da plötzlich die Sonne aufgegangen. Also das war unglaublich. Ja, plötzlich waren wir auf 8720 oder so. Ich habe einfach nichts mehr getrunken, weil ich nichts mehr gehabt habe. Habe ab und zu eine Handvoll Schnee genommen und habe an der ein bisschen gelutscht. Ja, und um 7:20 Uhr ist es nicht mehr aufwärts gegangen. Da waren wir plötzlich über das Gipfelfirnfeld, über die letzten Meter der Gipfelpyramide, die da wieder aus Fels besteht. Auf den letzten 10 Höhenmetern, die das dann wieder 4 Grad quasi darstellt. Über den 4 Grad sind wir nachher, das ist mir ewig vorgekommen, die 200 Meter, so halb schräg rechts ausgegangen, bis wir endlich da waren. Und das war ein sehr erhebendes Gefühl, muss ich schon sagen. Ja. Ich danke euch allen Anzählen, die mir diese kleinen Schritte ermöglicht haben. Natürlich muss ich auch selber meinen Beitrag machen. Natürlich muss ich selber die Verantwortung übernehmen. Aber allein geht halt gar nichts. Danke fürs Zuhören und danke, dass ihr euch das angetan habt, am Montag auf Nacht da eine Stindl mit uns zu verbringen. Danke.